Und jetzt muss ich da fast einen Strich machen. Da gibt es nämlich auch den Fall, dass da steht 5 mal a minus 2 durch 2b. Und dann könnten manche auf die Idee kommen und sagen, hey, da ist ein Zweier, den kürze ich da. Da kriege ich Gänsehaut. Weil wie heißt so schön der Spruch, aus Differenzen und Summen kürzen nur die Dummen. Das da ist eine Differenz. Also das geht nicht, aber schon überhaupt nicht. Nicht einmal, wenn ich es ausmultipliziere. 5a minus 10 durch 2b. Auch dann kann ich da nicht den Zweier mit dem Zehner kürzen, weil das ist eine Differenz. Klar?